Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplay Call of Duty Modern Warfare 3 mit mir, Alabach 1993, auf der Map Underground im Spielmodus Frei für alle. Ja, heute ist der vorletzte Tag im Spiel, in der Frei für alle Woche. Und ja, dann würde ich sagen, ich weiß noch nicht, was für eine Waffe ich spiele. Es sind leider auch nur drei Leute aktuell drin. Aber nun gut, egal, passt schon. Gegen die ich spiele, ich würde sagen, wir probieren mal AK-47, Schalldämpfer, Rückstoß, alles drum und dran. Mal gucken, wie das so abgeht. Oh, jo. Ja. Oh, sind sogar insgesamt vier Leute jetzt schon drin. Das ist auf jeden Fall schon mal bedeutend besser. Ja, was gibt so an Neuigkeiten an sich? Nicht wirklich viel. Ganz normal heute wieder Streaming am Start. Und mal gucken, ob ich gewinne. AK ist jetzt ein bisschen zickig, vor allem auf der Entfernung. Macht zwar gut Wumms. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen zickig. Hat halt einen, ja, einen leicht komischen Rückstoß, den du halt wirklich haben musst. Und den halt Typen hatten wir auch gestern schon. Oh Mann, ey. Also da haben wir auf jeden Fall schon wieder einen potenziellen Camp am Start. Underground ist jetzt so eine Map, die macht Spaß zu spielen. Also die ist wirklich richtig geil zum Spielen. Das Problem ist halt nur, dass du halt wirklich viele, viele lange Positionen hast, wo du halt hin und her rennen musst. Das ist so das größte Problem. Und es sind schon hier alle Leute hier nur wieder mit MP7 am Start. Vor allem, dass die es auch abusen, ist es klar. Aber das Problem ist halt nur scheiße, dass die halt... Dass die halt wirklich nur Schnellfeuer mit drauf haben und nicht irgendwie, dass es ausbalanced wird, kein Schalldämpfer oder sonst irgendwas. Die nehmen halt nur nur ganz normal Dinge mit rein, was ich halt dumm finde. Weil so ist er halt wirklich OP. So, dann haben wir den schon mal. Das ist jetzt schon wieder so eine kritische Stelle. Hier bin ich immer so vielleicht vorsichtig mit Dingen ziehen. So, den nehmen wir auch mit. Ja, und dann, das ist das Problem halt, dass die wirklich überall campen. Es ist leider, Anne ist halt leider so, dass die halt wirklich überall sitzen und allen möglichen Scheiß machen. Ich find's halt ein bisschen dumm. Halt so komisch in einem... Ach so. Das meine ich nämlich. Er sieht mich da halt 1000 Jahre rennen und es ist eine Host-Migration am Start. Es sind schon hier Leute mit bei, man, die kannst du theoretisch vergessen. Aber der Typ ist rausgegangen, dieser Retard. Wahrscheinlich wollte er auf Moab oder so weit gehen. Aber hey, stört mich nicht. Ist mir ehrlich gesagt doch scheißegal. Ah, gut. Also ich wollte eigentlich nicht auf den schießen. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ihr müsst auf den richtigen Moment schon schießen warten. Ist halt im FFA vorteilhafter. Und ich fange schon wieder an, Tipps zu geben. Was eigentlich blöd ist. Aber ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt MW3 oder so neu seid. Oder jetzt in FFA neu seid. Daher ist es, denke ich mal, vorteilhaft, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen eine Sache sage. So, dann nehmen wir den noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Und ich würde jetzt ganz gerne meine Predator nehmen. Rausholen. Oh shit, das wird knapp. Wenn er weiß, wo ich bin, wird sehr problematisch für mich. Sieht aber nicht danach aus. Na komm, leg dich hin. So, jetzt muss ich schnell meine Predator raushauen, ohne halt zu sterben. Und das sieht gut aus. Sogar ein Double Kill hier, sehr, sehr geil. So, dann haben wir den Heli. Das Problem ist, der Heli wird garantiert, was weiß ich, wie schnell gegeiert. Halt, hier habe ich Schüsse gehört. Da ist keiner. Der ist nicht da und da hört man schon die Smaw. Oh Mann, nee. Das ist halt auch so das Problem, dass die irgendwie, weswegen auch immer, immer mit Dingen umherrennen. Was ich eigentlich nicht verstehe. Die rennen halt immer mit einer Small oder sonst irgendwas rund umher. Dass die halt alles abfangen bis zum geht nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Ich brauche doch da in meinem FFA, ehrlich gesagt, eine ordentliche Secondary. Und nicht irgendwie so ein Müll, womit ich eventuell eine Dingen skyen kann. Das bringt. Oh. So, dich holen uns mal so. Wo ist er? Da war auf jeden Fall gerade einer. Okay. Nein.
So, machen wir es halt so und dann steht er da. Scheiße. Ah. Schade. Hätte auf jeden Fall gut geklappt. Dann machen wir es mal so. Wenn ihr Underground spielen solltet. Scheiße, ich habe jetzt keine Nate mehr. Da oben steht nicht mehr eine drinne. Egal, wenn ihr Underground spielt, hier hinten ist eigentlich immer eine schöne Position. Zum Reban oder sonst für allen Scheiß. Da könnt ihr auf jeden Fall getrost euch hinlegen. Weil da werdet ihr halt nicht so schnell erkannt. Beziehungsweise er schaut halt selten einer nach. Es sind halt nur die Leute, die halt diese Position da wissen. Ja, was heißt Position wissen? Die halt da dann checken. So, den nehmen wir mit. Also, dass man da halt genauer hinguckt. Und natürlich ist Underground sehr offen, Mann. Es ist so, naja. Aber ihr könnt euch ja, wow, mal was einfallen lassen. Ich habe mir auch so was überlegt, vielleicht mal eine Themenwoche zu machen. Eine Woche mit ganz normalen Commentaries. Fick dich, du behinderter Vogel. Da müsst ihr mir aber Themen schreiben, dass ich da dazu mal reden kann. Das wäre auf jeden Fall ganz geil, denn vielleicht nächste Woche mit normalen Commentaries. Mal so eine Themenwoche. Pass auf, hier mal vielleicht dieses Thema oder das Thema. So. Das ist das Geile an der MP9, Mann. Du hast halt so... Das dauert zwar, bis du halt die Waffe wechselst, aber du hast trotzdem eine vollwertige, ordentliche Secondary. So, nehmen wir den auch noch mit. Da ist keiner. Aber normalerweise müssten wir da jetzt auch noch was sein. Was kriegen? Komm, 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 bitte, 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 ich möchte gewinnen. 28,6, es geht auf jeden Fall ordentlich gut klar. So, der campt da. So, schöne Überraschung. Hallo. Es macht schon Spaß, wenn man halt... Halt die Fresse. Und da haben wir den nochmal. Applaus, Applaus, Applaus. Ich hab gewonnen. Komm als Maul. Vor allem, was hat denn er gesagt? Vor allem, es sind keine drinne, die ich gemutet habe. What? Game got skill, hä? Gringiges game ever, that skills. Ich kenne das erste englische Wort überhaupt nicht übersetzen. Ich kenne das gar nicht. Na egal. Ja, wie gesagt, so Themenwoche vielleicht, so dass ihr mir mal ein paar Themen schreibt, worüber ich halt reden soll. Müssen ja, können zwei Themen sein oder sonst irgendwas. Das wäre jetzt noch so ein Einfall. Vielleicht so mit einem, ja, vielleicht doch Black Ops 2 Gameplays. Ich glaube, da habe ich noch ein oder zwei. Black Ops 3 Gameplays. MW3 Gameplays sind noch am Start. Wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall schon mal ein paar Themen reinschreiben. Vielleicht mache ich das sowas. Ansonsten, ich bin auch immer ein bisschen überlegen. Vielleicht bringe ich sowas. Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall heute am Donnerstag. 17 Uhr ist heute auf jeden Fall nochmal wieder Livestream mit Pokémon Feuerrot. Ihr könnt auch, wenn euch das Spiel nicht so interessiert, trotzdem mit mir quatschen, alles drum und dran. Da werde ich wieder auf Fragen und sowas eingehen. Aber egal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.